Der Prophet sallallahu alaihi wasallam empfiehlt uns, Tahlil zu machen. Und das heißt, dass wir sagen, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Und es gibt viele verschiedene Arten von speziellen Zikr, die wir machen können in dieser Zeit, in den ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah. Und eine wichtige Sache ist, dass wir an Yawm al-Arafah, den Tag vom Arafah, dass wir da 1000 Mal Ikhlas sagen. Und wer den 8. und 9. Tag des Dhul-Hijjah fasten kann, das ist auch eine empfohlene Sache. Und wer nicht 2 Tage fasten kann, der soll wenigstens den 9. Tag fasten, Yawm al-Arafah, und das ist eine sehr gesegnete Sache. Und wir hoffen, dass wir dass Allah uns das verrichten lässt, ja, dass wir an diesem Tag fasten. Denn wenn wir es nicht tun, dann verpassen wir etwas ganz Wichtiges. Und wir wissen nicht, wie groß der Segen ist von dem, was wir dann verpassen. Und das ist eine ganz spezielle Art von Segen, die wir dann bekommen. Und wir bekommen diesen Segen schon in dieser Welt und werden den Segen davon fühlen in dieser Welt, noch bevor wir im Akhirat dafür belohnt werden.